Willkommen, liebe Leute, zurück zu Diablo 3. Und wir sind jetzt hier gleich angekommen in Caldeum. Und das ist eine neue Stadt oder ein neues Dorf oder ein neuer zentraler Punkt für uns. Und wir sind endlich mal hier ein bisschen am hellen. Ja, das hier ist übrigens unser Schmied. Und da oben ist dann Lea und Tyrael. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt, dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir sollten uns besser aufteilen. Ihr beide sucht nach Belial. Ich werde mich auf die Jagd nach Magda machen. Tja, wir suchen weiter in Magda. So, da unten haben wir ein Herz. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Was für ein Herz? Achso, so ein Herz. Ja. Das ist ein Heiler, der kann uns hochheilen. Und das ist ein Healer. Und dann, was wir jetzt in den letzten Parts gar nicht hatten, das hoffe ich mal, dass ich jetzt hier mal ein bisschen das aktiv mal zeigen könnte. Nee, das ist die. Grubenkämpfer. Nein, ich wollte keinen Grubenkampf. Templer. Schuft. Genau, wir können hier diese... Wie wird man ein Templer? Sünden. Initiator, bla 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 bla. Lektion, ja. Irgendwie kann man die eigentlich als Begleiter bekommen, aber scheinbar dann doch nicht. Ihre Entscheidung. Ich glaube, weil wir im Multiplayer spielen, kriegst du keine. Okay. Also im Singleplayer habt ihr die Möglichkeit, die als Begleiter zu bekommen. Punkt. So. Wir gehen jetzt hier runter in den Bazar von Caldeum. Ist auf jeden Fall ein cooles Gebiet und nochmal schöner Sommertag. Ja, so ein bisschen ägyptisch angehaucht. Ja, Mann. Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Okay, also wir müssen den Außenposten von Kasim suchen. Oh, und da ist eine Nebenquest. Finde ich auch ganz gut. Lea mit einer Nebenquest? Ernsthaft? Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Aber seht zu, dass ihr in einem Stück wieder dort herauskommt. Seid vorsichtig. Alkarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Dieses Tor führt nach Alkarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kasim. Zu den brennenden Sanden, okay. Wir haben noch nichts von den Eisenwölfen in der Wüste gehört. Wenn ihr es aber wir wollen mal in die Wüste, ne? Schafft, sucht Hauptmann David auf. Geht durch die zerklüftete Schlucht. Und schon wieder. Ey, nur am Reden, ne? Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Juhu! Ich werde sie davon abhalten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Oh, sie begleitet uns. Guck mal, und sie sieht sexy aus. Dort draußen gibt es Illusionen. Hey, Leute, siehst du mich? Ich bin Grinnendorf. Ich bin der Mr. Lava Lava. Die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Beweg dich, Mensch. Tante hier. Ich glaube, sie hat sich an dich ausgerichtet. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Weil sonst würde sie... Lauf einfach weiter. Wir brauchen sie nicht. Wir sind eh stark genug. Ja, sie rennt mir hinterher. Geil. So, jetzt erstmal ein paar neue Gegner. Jägerin der Lakuni. Eine Sandwespe. Oh ja, diese Fliegen sind echt nervig, weil die machen wirklich Schaden mit ihren blöden anderen Fliegen. Oh. Wir sind ja schnell angekommen am Ziel. Hallöchen. Sie sind ganz nah. Wer?
Die Straße ist versperrt. Ja, wer ist ganz nah, hä? Tschüss. Ja, komm. Ach, ist das schön hier. Und einmal Schaden machen. Einmal Flächenschaden, danke. Okay, irgendwer. Ihr wusstet. Ich bin eine Was für Ups, jetzt habe ich zu schnell weitergeklickt. Auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mach's nicht. Ich mach euch den Weg. Ja, komm. Räum mal die Felsbrocken weg, Alter. Ja. Alter, mach mal hin. Bist du He-Man oder was? Los. Ach ja, genau. Hm. Ist natürlich. Achso. Oh, guck mal. Gegner. Ja, das war's auch schon wieder. Na toll. Na. Sprech mal mit Eisenwolf Jaru. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakonen heute gut gegessen. Na klar. Gibt es von denen auf dieser Straße noch mehr? Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Okay. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Nach Norden. Okay, wir gehen nach Norden. Das hier Schlangen und Skorpione. Kann ich die töten? Ja, mit Flächenschaden so ein bisschen eher. Wir gehen mal nach Norden. Oh, verdammt, hier sind sau viele Fliegen. So, was hasse ich? Ich hasse diese Sandwespen, die sind echt schlimm, ne? Komme. Sind wir alle tot, Mensch. Ja gut, sei froh. Wie gesagt, wenn die einmal richtig zuhauen, dann hast du echt, ne? Da ist die Höhle, guck mal. Ach komm. Oh, guck mal, Gefallene. Dünenhai. Die halten ja alle nichts aus. Okay, dann kommen wir jetzt runter. Sandhöhle. Na gut, hier ist es wieder ein bisschen dunkler. Scirocco-Höhle. Nice. Oh, da, eine Truhe. Ganz wichtig, erst die Truhe, dann die Gegner. Warum? Ja, warum nicht? Achso. Ich dachte, der hat jetzt wirklich irgendwie so einen Sinn oder so. Nö, nö. Einfach, weil ich es kann. Ach, da kann man. Mann, ey, ich komm nicht zum Gegner hin, Mann. Dann warte ich halt hier. Ich klinge fast so, als ob ich im Bad nehme oder so. Unter der Dusche. Ja. Oh, ein Eiersack. Ein Eiersack? Ja, da Eier da, ne? Könnte der Name andeuten. Oh, guck mal. Alter. Wilder Felswurm. Krieg den wiederbelebt. Ich krieg den wiederbelebt. Ist das geil. Hast du den jetzt? Ja. Die Frage ist, wie lange, aber ich hab ihn, ja. Nice. Guck mal, der ist da hinter uns. Gut, jetzt ist er wieder weg, weil ich halt jetzt wieder andere wiederbelebt habe, aber egal. Aber ja, ich kann den haben. Was haben wir da? Eine normale Truhe. Ernsthaft, hier kommen nochmal Spinnen raus. Ich möchte meine Armee wieder haben. La 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 la. Alter, was sind das hier für enge Gänge? Ich finde das zwar praktisch, meine Armee. So, ich möchte meine Armee zurück. Vergiften meine Leute, was soll denn das? Genau, immer schön ins Gift reinrennen. Oh, Gegner! Wir sind schon tot. Ellipsenfahrt. Okay. Wir sind aber schnell gestorben. Ich habe gar nichts zum Spielen gehabt. Ich will auch was zum Spielen haben. Ja, gleich geht wieder meine Gegner, meine Leute um, war klar. Also Fledermäuse sind jetzt nicht so spektakulär. Mehr Würmer. Mehr Würmer braucht das Land. Mehr Würmer. Bandwurm, so. Mhm.
Aber es gab ja wirklich mal damals so einen Horrorfilm, ne? Mit, also was heißt Horrorfilm? Ich weiß nicht, da war ich damals schon jünger. Da war ich damals schon jünger. Ah, er war damals jünger als heute. Ja, natürlich, ne? Ist ja er war in der Vergangenheit jünger. Ja, okay, gut, erzähl weiter. da gab es ja mal so einen Film, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich glaube irgendwie Tornado-Würmer oder sowas, Wüstenwürmer oder so. Kennst du den Film? Also ich könnte mich jetzt an Dune erinnern oder irgendwie sowas, wo es dann halt die Wüstenwürmer gab. Nicht die mit den blauen Augen, die nicht, nee. Boah, Dieb! Es war auch wie so ein Horrorfilm oder so. Da sind die, wenn die Menschen auf den Sand gelaufen sind, dann kamen so übelst riesige Würmer und haben die irgendwie gefressen. Ganz komischer Film. Ah, ich glaube, den Film habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Ja, ist schon ein bisschen älter halt, ne? Wo die dann auf so einem Auto saßen, beziehungsweise war dann... Ja, die fahren auf jeden Fall auch mit dem Auto rum und so in der Wüste, ja. Ne, es war ja einfach nur an einem Strand oder so. An so einem Strand, weiß ich, war das. Es war an einem Strand und zum Schluss kam noch die Polizei. Die Polizei wollte ihnen das nicht glauben, den Jugendlichen, dass da irgendwie was ist. Und ist dann einfach so über den Sand gegangen und dann war der Polizist auch weg. Weg waren sie. Genau. Schön, dass wir... Alter, rennen wir jetzt hier gerade ernsthaft im Kreis? Wir sind... Da, wir müssen hoch. Da haben wir ein Loch übersehen. Oder eine Stelle. Ich glaub's nicht, wir sind jetzt gerade ernsthaft im Kreis gerannt. Wir wollen die Karte aufdecken. Das hat nichts mit der Karte zu tun, aber wir suchen ja was. Und ich habe hier ein Item übersehen, siehst du? Und das war auch noch eine Schulter. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Oh mein Gott. Genau, siehst du? Ha, richtig geraten. Bam. Scirocco-Höhle Ebene 2. Gucken, wie viele Ebenen die hat. Ist ja immer anders, ne? Mit den Ebenen auch? Oder ja, ich würde mal sagen 2. Ich glaube, in den seltensten Fällen habe ich, glaube ich, mal eine 3 erlebt. Aber ich bin jetzt mit der 2 schon zufrieden. Oh, und hier sind wieder Gegner. Ja, 37, geil. Oh, da ist ja noch was. Oh, Hasstreiber der Schuldige. Hasstreiber der Schuldige. Mensch, die AfD ist auch vertreten. Verdammt, ich wollte doch nie politisch in meinen Spielen werden. Was ist jetzt mit mir los? Aber siehst du, wir sind schon wieder am Ende. Hier ist schon wieder der Ausgang. Ist es wirklich schon so spät? Wo ist er denn? Ja, ich will irgendwie nicht gerade. Doch, jetzt will ich. Okay. Mein Charakter hat sich entschieden, er will doch raus. Ins Warme. Hallo. Krieger der Lakon. Du kannst ja auch nichts. So war was? Warte mal, ich glaube, da nehme ich mal ein paar mit. Danke. Halt, wir mussten in den Norden, ne? Hat er gesagt. Ja. Yep. Er gesagt hat sie. Oh, guck mal. Verängstigtes Mädchen. Sie sind alle tot. Ja, gut, ich packe ihn wieder ein. So. Wow, jawoll. Genau, je mehr, desto mehr Spaß haben wir. Oh. Okay, ich habe mich drauf geachtet. Ich hab's gesehen, ich wollte gerade noch weg, aber hat nichts gemacht. Ich hab's diesmal nicht gesehen. Schuhe? Seidenschuhe. Nur das Beste. Was? Mehr nicht? Nee. Was mit dem Mädchen? Wo ist das Mädchen hin? Ist geplatzt, aus der kamen die Gegner raus. Die ist so feige. Oh, da hinten kommt wieder eine Fliege. Da hinten kommen Fliegen, aber... Die sind schon wieder weg. Ich wollte nach Norden. Hat gesagt, wir müssen nach Norden gehen. Dort finden wir was. Ja, Liga der Lakuni. Okay, hier finden wir schon mal nichts. Da geht es runter. Da kommen wir dann zu der Brücke, was wir dann finden müssen. Ach, verdammt. Hobby. Oh, da ist wieder noch mal ein Elite ganz am Schluss. Weil nämlich, wir kommen langsam zum Ende. Wow, was ist denn hier los?
Die sehen ja cool aus. War hier noch irgendwas? Haben wir alles? Okay. Ja, Leute, das war das, was ich meinte. Wir kommen jetzt leider zum Ende. Wir gehen zurück jetzt in die Stadt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es mit einem frischen Levelaufbau weiter bei dem lieben Game2Play. Darum schaltet wie immer bei ihm ein. Und ja, was soll ich weiter sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Ich verwerte jetzt meine Sachen. Haut rein. Tschö, tschö. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.